Was macht denn das Höhenleistungszentrum Kühtai aus? Ja, das steckt schon im Wort drinnen, die Höhe. Wir sind hier auf 2000 Meter und bei so einem schönen heißen Sommer, wie es gerade im Moment ist, ist man lieber in der Höhe als wie im Tal. Und wenn man dann auch noch trainiert, dann macht es hier oben natürlich schon was aus. Dann ist es sicherlich um 15 Grad kühler wie im Tal. Und das Zweite ist natürlich die Höhe. In dem Bereich hat man viel mehr an Sauerstoff im Blut. Das heißt, Ausdauerleistungssportler lieben es, hier oben zu trainieren. Und Sportler, welche Sportarten kommen denn hierher? Ja, es sind wie gesagt Ausdauersportler, es sind Marathonläufer, es ist zum Beispiel die Anni Friesinger, die vierfache Olympiasiegerin und 16-fache Weltmeisterin, die in Deutschland ja sehr bekannt ist, die hat hier oben immer trainiert und die Anne hat natürlich da auch die Leistungen eingefahren. Also das ist unser Aushängeschild die letzten Jahre immer gewesen, sie hat sich leider zur Ruhe gesetzt. Verfolgen Sie denn auch den FCH, wenn es jetzt die Anni nicht mehr gibt, dann vielleicht den FCH? Ja, stimmt. Also ich war vor 2 Jahren das erste Mal da und seitdem verfolgt man das natürlich etwas. Wir waren auch schon bei euch im Stadion, ich habe mir das mal angeschaut. Und natürlich bin ich mit eurem Manager in Kontakt und dadurch, dass wir hier schon länger im Gespräch sind, dass das Trainingslager eventuell hier oben in Kühtai stattfinden kann, dann schaut man natürlich im Fernsehen, im ARD oder ZDF, natürlich schaut man sich das schon an, wie läuft es der Mannschaft. Und ich habe gesehen, 4. Platz, und man denkt, oh, das schaut gut aus, vielleicht geht noch was rauf. Und dann sagt, da haben wir vielleicht einen Bundesliga-Aufsteiger bei uns zum Training, leider nicht geschafft, aber 6. Platz, was ich gehört habe, wie ich abgeschlossen habe, Saison. Hut ab, Gratulation, also ein toller Erfolg und tolle Leistung. Marc, du bist ja bereits zum zweiten Mal hier im Höhenleistungszentrum Kühtai. Was ist denn das Besondere an Kühtai? Was ist besonders? Ich glaube, in erster Linie schon die Höhe, wo man sich hier befindet, so bei 2000 Meter, das ist schon was Besonderes. Man merkt schon, gerade bei den Trainingseinheiten auch mit der Luft, ist wirklich was anderes. Man muss sich auch erst ein bisschen dran gewöhnen, so durch 1-2 Einheiten. Aber ja, man sieht ja, es ist relativ überschaubar, ruhig. Wenige Leute hier fahren durch die Ortschaft und du kannst einfach gut arbeiten in unserer Gruppe. Und deswegen, glaube ich, ist der Ort hier Kühtai schon perfekt für so ein erstes Trainingslager, um sich dann auch als Mannschaft kennenzulernen, sich zu finden, aber halt auch gleich Grundlagen zu schaffen für die restlichen Wochen, die uns halt noch hier vorstehen. Wie zufrieden bist du denn mit den Trainingsbedingungen? Ja, also ich glaube, unsere Laufstrecke, die wir haben, ist wirklich nahezu perfekt. Keine, sag ich mal, Steigungen oder dass man dann wieder berg runterlaufen muss, sondern eigentlich relativ eben. Das ist immer wichtig und kommt uns alle auch entgegen. Beim Platz, wenn wir auf dem Platz sind, klar ist, wir haben jetzt hier mehr Kunstrasen zur Verfügung. Ist natürlich was anderes, wie auf einem Rasen zu trainieren, aber für die Dinge, die wir diese Tage jetzt hier auch auf dem Platz machen, reicht es vollkommen aus. Und von dem her, glaube ich, treffen wir schon super Bedingungen, fast schon perfekte Bedingungen an, um unser Pensum, unser Programm auch voll durchzuziehen. Kevin, was macht denn eigentlich für dich ein gutes Trainingslager aus? Ja, wie wir es hier vorfinden, muss ich sagen, ist schon eins mit wirklich der richtig guten Trainingslager. Das Essen ist super, die Unterkunft ist super, die Wege sind sehr kurz. Das ist auch immer sehr, sehr wichtig, dass man da nicht allzu lange Anfahrtzeiten zum Trainingsplatz hat oder beziehungsweise auch zur Laufstrecke hat. Klar, der Berg, der tut weh am Ende, den man dann nach dem Training wieder hoch muss. Aber sonst, klar, Essen ist gut und das ist natürlich auch noch ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Weil wenn das nicht wäre, dann würde man, glaube ich, je länger das Trainingslager dauert, auch so ein bisschen Unmut. Aber wie gesagt, Essen ist klasse und deswegen ja, haben wir hier sehr, sehr gute Bedingungen. Trainer Frank Schmidt hat schon mal betont, dass es in diesem Trainingslager auch ums Teambuilding geht, um die Neuzugänge zu integrieren. Was macht ihr denn, um den Teamgeist zu fördern? Ja, es ist einfach. Dadurch, dass man hier schon allein durch das Trainingslager aufeinander hängt, einfach klar, dieser tägliche Umgang, den man auch einfach untereinander hat, versuchen wir auch die neuen, sage ich mal, an unsere tägliche Trainingsarbeit auch mit ranzunehmen, wie es halt, ja,
sag mal jetzt, wie der Ablauf einfach ist, ist immer wichtig, dass man den kennt. Ich bin ja vor 2 Jahren auch neu gewesen und das ist schon wichtig, dass man da schnell, sag ich mal, sich an die Abläufe dran gewöhnt. Und ja, aber bei Fußballern ist das, glaube ich, immer relativ einfach, weil alle irgendwo die gleiche Sprache sprechen. Und ich glaube, da sind wir schon auf einem sehr, sehr guten Weg.